Hallo und herzlich willkommen auf dem VPN-Tiger YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Homeland auf Netflix gucken könnt, auch wenn die Serie im deutschen Netflix momentan nicht verfügbar ist. Das seht ihr auch hier im Hintergrund. Ich habe jetzt hier mal Homeland auf Netflix gesucht, nur gibt es kein Ergebnis. Aber um Homeland auf Netflix zu gucken, gibt es einen kleinen Trick. Unser Wissen ist weniger, aber Netflix hat ja je nach Land ein anderes Netflix-Angebot. Zum Beispiel gibt es in einem anderen Land eine Serie oder einen Film, den es halt im deutschen Netflix nicht gibt und auch genauso gut andersrum. Und genauso ist es jetzt hier mit Homeland auf Netflix, wie ihr hier auf unox.com sehen könnt. Gibt es die Serie Homeland hier auf dem australischen Netflix, wie ihr hier seht, und zwar mit allen Staffeln. Und um darauf Zugriff zu erlangen, weil wir sind ja nicht in Australien, müssen wir uns eine australische IP-Adresse besorgen. Und es geht auch von Deutschland aus, ganz einfach und schnell mit dem dafür besten Programm, und zwar ExpressVPN. VPN-Anbieter wie ExpressVPN ändern eure jetzige IP-Adresse in jede beliebige IP-Adresse jedes Landes, das ihr möchtet und das hier zur Verfügung steht. Und ich muss sagen, ExpressVPN ist wirklich, ja, der beste VPN-Anbieter, der auf dem Markt verfügbar ist. Ihr habt also Zugriff auf Inhalte, die in eurem Aufenthaltsland sonst nicht abrufbar wären, wie hier auf Homeland auf Netflix. ExpressVPN bietet über 3000 Server in 94 Ländern. Und von all diesen Ländern könnt ihr euch eine IP-Adresse besorgen, ganz einfach und unkompliziert. Und natürlich, für dieses Video brauchen wir eine australische IP-Adresse. Und es geht ganz einfach mit ExpressVPN. ExpressVPN ist leider nicht kostenlos, aber bei ExpressVPN gibt es eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt euch das Geld, also wenn es euch nicht gefallen sollte, einfach ganz leicht wieder zurückholen. Und wenn ihr euch das Programm über meinen Link in der Beschreibung holt, bekommt ihr noch unglaubliche 49% Rabatt und das Ganze 3 Monate kostenlos, wenn ihr euch das Ein-Jahres-Abo holt. Natürlich könnt ihr den Link auch direkt in euren Browser eingeben. Einfach vpntiger.de/exp suchen und schon bekommt ihr das heftige Angebot. Mit ExpressVPN könnt ihr außerdem ausländische Fernsehsender von Deutschland aus und deutsche TV-Sender aus dem Ausland anschauen. Und ich würde euch auch nicht empfehlen, ein kostenloses VPN zu benutzen. Denn kostenlose VPN-Anbieter haben nur wenige Server zur Verfügung. Die Server haben nur begrenzt Bandbreite mit schlechter Geschwindigkeit. Die meisten seriösen Seiten und auch besonders Netflix blockieren kostenlose VPNs sofort. Und außerdem bieten sie keine gute Sicherheit für euch und eure Daten. Deshalb kann ich euch nur ExpressVPN als beste Lösung ans Herz legen. Also, um auf das australische Netflix-Programm zugreifen zu können, suchen wir bei ExpressVPN einfach hier oben nach einem australischen Server. Da suche ich jetzt hier einfach mal nach Australien. Dann drücken wir auf den Pfeil hier und dann suchen wir uns einen Server aus. Zum Beispiel, sagen wir mal, Sydney hier. Und dann drücken wir in der Mitte auf Verbinden. Und schon bin ich verbunden mit einer australischen IP-Adresse. Wir aktualisieren hier ganz normal Netflix. Und wie ihr seht, hier steht euch jetzt einfach Homeland auf Netflix zur Verfügung. Und sogar hier mit allen 7 Staffeln. Wir können natürlich auch mal hier direkt die erste Folge davon abspielen. Und wie ihr seht, es hat alles geklappt. Natürlich muss ich schnell auf Stop drücken, damit hier keine Copyright-Probleme auftauchen. Audio und Untertitel sind natürlich jetzt nur in Englisch, weil wir sind ja im australischen Netflix. Aber es sollte auf jeden Fall kein Problem für euch sein. Also wie gesagt, das Ganze funktioniert mit ExpressVPN. Das ist wirklich eine super Lösung, wenn ihr Homeland auf Netflix in Deutschland anschauen wollt. Es gibt wie gesagt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das bedeutet, ihr könnt das Programm auch einfach mal ausprobieren. Oder ihr macht so wie ich. Ihr holt euch einfach ExpressVPN. Schaut euch zum Beispiel alle Staffeln von Homeland auf Netflix innerhalb eines Monats an. Und holt euch dann das Geld einfach wieder zurück von ExpressVPN. Oder ihr behaltet ExpressVPN einfach und nutzt die vielen Vorteile von diesem Programm. Also gönnt euch ExpressVPN gerne über den Link in der Beschreibung. Ihr bekommt nämlich damit das heftige Angebot und ihr unterstützt diesen Kanal. Und schaut auch gerne auf diesem Kanal vorbei für mehr VPN-Videos. Oder klickt jetzt auf die vorgeschlagenen Videos. Und wenn euch das Video geholfen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!